Hallo und herzlich willkommen bei Red Dog Gamble. Ich bin heute wieder auf die Jagd nach dem Ticket und heute haben wir das Spiel Stellar Age MMOs Strategie. Ich spiele das Spiel schon ein bisschen länger und vor einer Woche haben sie mich hier total kaputt geschossen. Also ich habe hier fast gar nichts mehr. Warum greifen die mich auch an? Das ist sowas von gemein. Ja, dann wenn ich erstmal hier meine VIP-Tickets an, die man sich ja jeden Tag über VIP holen kann. Hier hole ich meine Schiffe ab, wo ich gerade ganz hart am Produzieren bin. So, nehmen wir den einmal. Einmal Transporter. Oh, kein Geld mehr? Kein Problem. Forschungen kann ich auch noch benutzen. Ich gehe auf Verteidigung zurzeit nur noch, weil vorher habe ich nur Angriff gemacht, nichts in der Verteidigung. Und ja. Das ist nicht so gut gelaufen. Ach, war schon gratis Mist. Will ich den einmal laufen lassen. Ach, ich brauche dabei Hilfe. Und den. Weil ich probiere jetzt die letzte Waffe zu produzieren, zu entwickeln erstmal, dann zu produzieren. Damit ich eine stärkere Verteidigung habe. Weil ich habe nur die zweitbeste und die hält irgendwie trotzdem nicht so viel aus. Dann möchte ich mal schnell die Tagestickets machen. Einmal ein Gebäude aufleveln. Ah, er sagt, den soll ich aufleveln. Dann nehme ich 8 Stunden, kaufe ich mir. Ich habe ja 20.000. Dann 3 Stunden kaufe ich mir. Okay.
Eigentlich wollte ich erst die hier aufwerten. Den. Aber wenn ich den verbessern möchte, muss ich erst Raumhafen. Von Raumhafen muss ich zum Warpknoten. Vom Warpknoten muss ich so genau dahin, wo ich gerade sowieso war. Ach, da hat schon wieder einer angegriffen. Eieiei. Naja, dann werden wir mal hier die Piraten angreifen. Ich habe ja Gott sei Dank wieder ein paar Schiffe. Der Nachteil mit diesen Schiffen ist, man ist ganz langsam unterwegs. Dann habe ich jetzt noch durcheinander da. Ich kann bis zu 4 Aufträge gleichzeitig losschicken. Dann machen wir es doch mal. Sind wir ein bisschen schneller fertig. Und noch ein, dann haben wir den schon mal fertig. Schauen wir nach den anderen Sachen. Ich muss reparieren, da habe ich noch nichts. Elite-Pirate muss ich angreifen. Kann ich noch nicht. Ich muss 3 Sachen hiervon aktivieren. Ein Tag, nehmen wir den. Eine Sache aktiviert. Ah, Flottengeschwindigkeit. Ein Tag, eine Stunde, ein Tag, 2 Stunden, 3, 4 Stunden. Benutzen wir erstmal den hier. Sind meine Flieger 10% schneller? Benutze ich den. Okay.
Jetzt haben wir alle drei Sachen benutzt. Jetzt warten wir noch, bis alle zu Hause angekommen sind. Schauen wir mal. Einer ist ja schon da, kann ja schon anfangen. Den. Zehn. Nehmen wir mal um die schnellen Flieger. Jetzt gewinne ich, aber nur mit 8% überlebt, war Verluste. Okay. Roger. Geht. Mal was, so 8% Verluste auch gut. Habe ich gleich was zum Reparieren. Und der letzte. What's the plan? Gut. Schauen wir nach, wie viel wir reparieren können. Fast kein Metall mehr. Am schlimmsten ist bei mir immer mit den Kristallen. Die sind bei mir ganz schnell weg. Das Rote heißt immer Angriff, 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 das ist Angriff auf eine Basis von Spielern, das ist Angriff auf Schiffe. Also wenn ich zum Beispiel sehe, dass hier einer verteidigt wird oder einer angegriffen wird, so wie hier, der wird angegriffen, könnte ich den ein paar Schiffe hinschicken zum Unterstützen. Für mich macht das Spiel eigentlich sehr viel Spaß. Einziges, was ich immer doof finde, ist mit dem Angriff. Das ist sowas, was ich nicht mag. Ich habe eine Basis, dann greifen sie mich an und alle meine Schiffe sind zerstört worden.
this all day. What's the plan? Ach ja. Mit alles. It must be done. Haben wir den auch gleich fertig? Dann brauche ich noch einen Elite. Aber ich glaube, jetzt ist gerade keiner online. Zumindest sehe ich niemanden, der hier irgendwie hin und her fliegt. Aus der Gilde. Weil Elite kann man nicht alleine angreifen. Da braucht man immer einen, der mithilft. Ach je. Dann müssen wir gleich noch Ressourcen verschenken. 1 Million, 10 Millionen. Sind denn schon meine Leute in der Base? Noch nicht. Schicke mal den hier. Der ist nicht so weit weg. Okay, wir senden Stahl, also Metall, weil ich davon 500 Millionen habe. Yes, sir. Und da den wir nochmal abbauen. Your trust is a pre-prepared fight. Ah, war doch schon der richtige. 480.000 sollte ich auch noch schaffen. Okay, mit Kriegsschiffen abbauen. Auch nicht schlecht. Gut. Was haben wir alles? Die Spende haben wir jetzt auch gerade am Laufen. Auf Platz 14.
fehlen mir noch ein paar. So, eine Mist. Ich such mal einen Elite. Vierer, Zweier, den könnte ich angreifen. Zweier, Zweier. Ja. Nehmen wir den Zweier, der ist 9, 13, 10. Something on your mind? Hatte dann immer einen Stark. I love what I do. 1,2 Millionen habe ich damals letzte Woche noch locker geschafft. Und jetzt zwei Millionen Ladung, 300.000 Kampfkraft, 1,6, okay. Schaffe ich immer noch locker. Gibt's doch nicht. Oh, doch, das ist ja noch besser. Speak up, Commander. Ein Stark nehmen. Jetzt brauchen wir nur 200.000. Hammer. Alle dürfen daran teilnehmen. Jetzt nur noch schnell warten, bis einer annimmt. Was ich aber nicht glaube, weil ich denke, es ist gerade keine online. Ich könnte ja noch Leute angreifen, allerdings habe ich keine Schiffe mehr. Ich habe noch einen Stern, dann habe ich die 250 Gold. Ach Mensch, reparieren, beschleunigen. Jetzt noch 20 Schiffe reparieren. Oh, da ist einer online. Los, komm, 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 komm. Ah. Hat er wahrscheinlich noch gar nicht gesehen. Auf Platz 16. Ach ja, ich muss doch 20 Sachen haben. Ah, der hat's gefunden. Normal sind seine Flieger schneller. Aber die passen sich an meiner Geschwindigkeit an. Die passen sich immer an den langsamsten an. Und ich habe ja nur 10%.
Fahren wir nochmal kurz. Wo sind seine Flieger hin? Ah, da sind sie. Hab mich schon gewundert. Jetzt noch The Warriors. Machen wir anders. Wir machen das anders. Alleine. Und gleich ich denke mal, der greift sowieso mit mehr Fliegern an. Die benutzen wir nochmal schnell. Ich bin noch Rang 4. Habe ich denn was Neues zum Reparieren? Auch nicht. Mist. Ich probiere jetzt das so zu machen, dass ich so viel Verluste wie es möglich habe. 10% ist gut. Oder wir nehmen die hier weg. 10%. 12%. 10%. Okay. Ah, da. Gut. Er greift nur mit Kleinschiffen an. Dadurch geht es schneller. Aber danke reinschreiben.
Obwohl, nee. Oh. 31% Verluste, aber Sieg. Oh, 0. 0 ist nicht gut. Machen wir 31% Verluste. Best 10 Minuten ist er fertig. Das verstehe ich noch nicht so richtig hier mit dem Warpknoten. Flatte Warpknoten. Ich habe die ganze Zeit diese hier drin stehen. Aber keine Ahnung. Also jetzt müsste ich noch, um den letzten zu kriegen, einen Spieler angreifen. Wie sah mit dem Bobknoten, keine Ahnung. Auf jeden Fall müsste jetzt in der Werkstatt ein bisschen mehr los sein. Oder auch nicht. Drei Minuten. Ach, das passt. Das passt. 6 Stück brauche ich noch. Und das hier sind 6 Stück. Anwendung. Perfekt. Ja, jetzt müsst ihr noch eins von den drei fertig machen. Das verstehe ich nicht. Und angreifen kann ich auch nicht. Also bin ich fertig. Dann werde ich mir mein Ticket abholen. Sag schon mal Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hole jetzt mein Ticket ab und ich werde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.